bei Eintracht Frankfurt. Sein ehemaliger Chef in Paderborn hat mal zu ihm gesagt, alles, was er anpackt, wird zu Gold. Dass er das auch hinkriegen muss, ist schwierig, weil hier in Frankfurt tritt er in ganz, ganz große Fußstapfen. Trotzdem freuen wir uns alle, dass er in unserer Stadt angekommen ist, der neue Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, Markus Krösche. Papa, wir sind wegen dir nach Leipzig gekommen, aber du bist nie da. Warum sind wir hier? Und wenn das eine kleine Tochter sagt, dann ist es natürlich schon ziemlich hart. Und dann kam Corona noch dazu, die Integration der Kids war dann schwierig. Und dann sind sie halt im März dann wieder zurückgegangen und seitdem sind sie wieder in Paderborn. Und wir haben jetzt erstmal entschieden, dass sie erstmal in Paderborn bleiben, ihren Lebensmittelpunkt haben, weil natürlich, sagen wir mal, es darf nicht sein, dass die Kids und meine Frau unter der Karriere des Mannes leiden, in Anführungsstrichen, und sie nicht ihre Hobbys machen können. Und jetzt sind sie erstmal wieder zu Hause und man wird sehen, was die Zeit so gibt. Sehr gut. Ich vorhin gesagt, du bist ein treuer Typ, aber Leipzig war es jetzt nicht so treu. Das war so relativ kurzes Intermezzo, oder? Ja gut, aber trotzdem war es erfolgreich. Also, also ich glaube, wir haben zwei gute und erfolgreiche Jahre gehabt und dann gibt es ja irgendwann mal auch so einen Punkt, wo man sagt, es macht vielleicht Sinn, dass man die Zukunft anders gestaltet. Und da ist dann, haben wir uns dann beide Seiten einvernehmen dann gesagt, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Und ja, jetzt bin ich froh, hier zu sein. Also. Nein, es ist schön. Ich bin wirklich sehr gut angekommen. Ich habe jetzt ehrlicherweise noch nicht so viel sehen können. Wir waren jetzt letzte Woche, war die Kids auch da. Dann haben wir mal so eine Main-Tour gemacht, so eine Sightseeing-Tour. Habe ich mal so ein bisschen ein paar Hintergründe mitbekommen. Hat es geregnet? Nein, Gott sei Dank, in der Stunde hat es nicht geregnet. Okay. Das waren wir schon relativ froh. Danach aber dann wieder. Aber von daher habe ich schon ein bisschen was sehen können und ich fühle mich schon wohl, ja. Ja, mein Trikot. 18 hast du gehabt. Gibt es einen Grund, warum du immer die 18 hast? Jürgen Klinsmann war das damals. In Tottenham, im Hotspurs, hat er die 18 gehabt. Und dann war er der Diver. Und dann habe ich mir irgendwann die 18 geschnappt. Und es gibt auch eine witzige Geschichte im Übrigen dazu. Ich spiele sie gerade mal ein. Wenn du ein Tor geschossen hast, was jetzt? Nicht so wahnsinnig oft vorkam. Ja, ist immer dieses Lied im Stadion, stimmt es? Heute fährt die 18 bis nach so ein richtiger Bekennender nach deiner Profikarriere, sagst du, ich mache keinen Sport mehr? Ich mache das mit Überzeugung. Ja, ja, ich habe das auch. Mit 16 habe ich meine Karriere beendet, ich mache keinen Sport mehr. Ab jetzt. Ja, genau. Und ich habe das bis heute durchgezogen. Ja. Meine Frau sagt immer, ich soll mich mal wieder bewegen. Ja? Nee, ich finde das auch überbewertet. Ja? Also ich habe auch, muss man ehrlicherweise sagen, ich habe seitdem ich aufgehört habe mit Fußball, mein letztes Spiel war der 11. Mai 2014, das war ja dann der Aufstieg in die Bundesliga und seitdem habe ich nie wieder Fußball gespielt. Echt? Ich musste mal zwei, dreimal beim Trainerlehrgang, wo es um die Eignungsprüfung geht, musstest du ja mal ein bisschen mitkicken, aber ich habe kein Freundschaftsspiel mehr gemacht, kein Benefitspiel, nichts mehr.